applaudiert für Nick Petter! Ja, keine Ahnung. Es gibt Menschen, die machen sowas spontan vor so vielen Leuten. Ich habe mir, weil ich so nervös war, dass ich meinen Text vergesse, habe ich mir jetzt irgendeinen Text ausgesucht, den ich vorlesen kann. Ich moderiere auch manchmal Veranstaltungen in Berlin. Die sind nicht ganz so groß wie die hier. Da sind so 10 Leute weniger meistens da als hier. Und ich mache mal so ein Interaktionsspiel mit den Leuten. Ich sage denen so immer Situationen, die sie sich vorstellen sollen, in denen sie sind. Und ein Geräusch, das sie in dieser Situation machen sollen, das nennt sich emotionales Stretching. Das ist aber gar nicht so eklig, wie es klingt. Ich würde das gerne einfach einmal ganz kurz mit euch üben. Ganz einfache Übung. Stellt euch vor, ihr würdet euch freuen, sehr doll. Was für ein Geräusch würdet ihr da machen? Bei mir wäre das Uiuiui zum Beispiel. Jeder hat ja so sein eigenes Geräusch. Ich zähle von 3 bis 1 runter und dann sage ich so yeah oder los und dann macht ihr das Geräusch einfach mal. 3, 2, 1, los! Okay, cool. Ich habe letztens einen sehr spezifischen Fall beschrieben. Ich habe gesagt, stellt euch vor, ihr trefft euren Ex-Lebenspartner oder euren Ex-Lebenspartnerin wieder. Mit diesem Menschen ist es leider nicht ganz so gut gelaufen. Er steht euch gegenüber mit einem neuen Menschen an seiner Seite und zufällig sehen diese beiden Menschen ziemlich scheiße aus und ihr seht zufällig ziemlich geil aus. Und was für ein Geräusch würde man da machen? Dann habe ich von 3 runtergezählt und dann ist in der dritten Reihe vorne links ein junger Mann, der saß da, hat mich angeguckt und der machte dann, als ich runtergezählt habe, von 3, 2, 1, los, machte er folgendes. Und dieser Moment hat gar nichts mit diesem Text hier zu tun. Ich habe ihn euch nur erzählt, damit ihr bessere Menschen werdet. Es geht in diesem Text um, na, keine Ahnung, es geht um Fanpost und er heißt Fanpost. So. Es sind immer dieselben Sätze, immer dieselben Sätze. Sätze wie, oh Nick, ich fand deinen Auftritt voll gut. Sätze wie, hey, dein Text hat mich voll berührt. Sätze wie, als du da auf der Bühne standest, hattest du dieses Leuchten in den Augen. Bock auf Sex. Sätze wie, du hättest eigentlich gewinnen müssen. Wäre da nicht der andere gewesen. Du weißt schon, der besser war als du und sich eigentlich disqualifiziert hat gerade. Es sind immer genau diese Sätze, die ich nie, wirklich nie gesagt oder geschrieben bekomme. Dabei tue ich alles. Ich fahre durch das ganze Land, stelle mich auf Bühnen, lese Texte vor, lerne sie auswendig, springe rum, mache mich komplett zum Affen. Und was passiert? Nichts. Nichts. Nur einmal habe ich eine Mail bekommen. Von einem Mädchen. Und die wollte wissen, wo ich meinen Pullover gekauft habe. Weil sie der Meinung war, dass er auch äußerst super stehen würde. Und sie war 12. Versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht ehrgeizig. Ich will nicht jeden Poetry Slam gewinnen und hunderte Groupies und Groupias haben. Ehrlich nicht. Ist ja auch super stressig sowas. Schon als Kind habe ich gelernt, mich mit den kleinen Dingen des Lebens zufrieden zu geben. Als ich in der 7. Klasse eine 3- in Mathe bekam, sagte meine Mama immer nur, Junge, sei zufrieden mit der Note. Denn die 3- ist die 3 des kleinen Mannes. Hier hast du einen Stein zum Spielen. Fröhliche Weihnachten. Ich bin also ein bescheidener Mensch. Aber jeder verdient doch Anerkennung, oder? Stell dir vor, du hast einen sehr, sehr dummen Hund und du wirfst einen Stock und der Hund rennt los, rennt quer über die Wiese und kommt dann nach 20 Minuten wieder mit einem Storch im Maul. Den lässt er dann vor deine Füße fallen und klotzt dich mit erwartungsvollen Augen an. Selbst dann streichelst du seinen Kopf und sagst, hey, das war okay. Du hast es immerhin versucht und Storch klingt doch auch fast ein bisschen wie Stock, oder nicht? Also ich bin verdammt stolz auf dich. Wenn selbst so ein Hund ein positives Feedback bezüglich seiner fragwürdigen Arbeitsmethoden bekommt, dann will ich das auch. Ich habe wirklich lange gewartet, mein Mailfach wieder und wieder aktualisiert und geweint habe ich. Ja, geweint habe ich. Gott, was haben meine Augen geschwitzt. Doch dann kam mir die perfekte Idee. Ich will einen Fanbrief haben, also einen Text. Und ich schreibe selbst Texte. Das war so einfach, so simpel, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Das ist genau wie die Geschichte mit dem Typen, der verzweifelt seine Brille sucht und dann ewig in seiner Wohnung rumläuft und alles durchwühlt und sie nirgends finden kann, bis er am Ende vorm Spiegel stehen bleibt und merkt, verdammt, ich habe überhaupt keine Augen. Und ich
hab überhaupt keine Fans. Also woher soll so ein Brief kommen, frage ich mich. Lange Geschichte, gar keinen Sinn. Ich habe einen kurzen Brief an mich selbst geschrieben, in dem ich ganz objektiv und logisch erkläre, warum ich denke, dass ich der beste Poetry Slammer auf der Welt bin. Und dieser Brief geht so. Hochwohlgeborener Nick. Du geile Sau. Mein Name ist Marie-Sophie Chantal Chalile, Brian Adams, Kim, Kevin und ich schreibe dir diesen Brief, um dir Folgendes mitzuteilen. Du bist einfach brillant, deine Texte sind einfach brillant und deine Textideen sind einfach brillant. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich eine von dir erschaffene Kunstfigur bin, die dir gerade einen fiktiven Fanbrief schreibt und deswegen kann ich die Sachen, die ich an dir lobe, gleichzeitig in die Tat umsetzen. Hier kommt also eine kurze Liste der Dinge, die ich besonders an dir mag. Erstens. Ich finde es super tight und ziemlich magic, wie du mit modernen Anglizismen umgehen kannst. Dein Style und deine Poetry sind ziemlich fresh und gar nicht weird und impressen mich ziemlich hardcore. Nicer Shit. Außerdem hast du ein echt krasses Schauspieltalent. Du kannst auf der Bühne so leicht in andere Charaktere schlüpfen. Mein Papa meinte letztens auch, oh, dieser Nick kann aber wirklich gut andere Menschen nachahmen. Selbst meine Mama meinte letztens, oh, dieser Nick kann aber wirklich gut andere Menschen nachahmen. Selbst mein dummer Hund meinte letztens, wuff, 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 Nick ist geil. Auch für Überraschungen bist du immer gut. Immer wenn man einen Satz von dir hört und sich denkt, man weiß jetzt genau, was kommt, genau dann. Ah, ja, yeah, yeah, Coco Jumbo, ah, ja, yeah, yeah. Aber nicht nur die ausgefallene Form deiner Texte fasziniert mich, sondern auch die Inhalte. Es ist grandios, wie du ganz unterschwellig und geschickt wichtige politische Botschaften mitten in deine Texte Rettet die Wale einbauen kannst. Zu guter Letzt möchte ich noch einmal betonen, dass du der beste, hübscheste und tollste Poetry Slammer auf der ganzen Welt bist und dass überhaupt kein Wettbewerb auf diesem Planeten einen Sinn macht, wenn du auf irgendeiner Bühne stehst. Mit freundlichen, verheerenden Grüßen. Deine Marie-Sophie Chantal Chalile, Brian Adams, Kim, Kevin, Tom. Dankeschön. Aus Berlin, Nick Petter. Das war das.